Servus Leute, Sims 4, schwebende Tablets. Oh ja, und ich muss ja hier wieder reingehen. Da hast du was geschrieben. Wow. Wow, sick. Und ich glaube da unten irgendwo noch. Nee, da nicht. Dann da? Ja. Aber ist om. Eigentlich hätte ich das sehen müssen, dass du das gepostet hast. Ich folge dir doch in Sims. Stimmt. So, was passiert, wenn ich hier... Danke, ich weiß, dass ich modde. Hat sie das Tablet jetzt wieder? Lektion, ja. Kleinkind. Ja. Ja, sie kann sich jetzt schon ganz gut um sich selber kümmern. Oh, sie hat Hunger. Oh, sie ist tot. Egal. Gut. Wollen Sie doch erst eine von unseren großziehen? Toilette. Kann ich ihr sagen, dass sie die Toilette... Töpfchen hilft. Ja, was Level 2. Windel benutzen. Nein, du sagst Töpfchenhilfe. Geh mit ihr aufs Töpfchen. Wieso er? Er ist nicht der Vater. Ja. Extreme Gewalt. Ah, als Pflegekind adoptieren. Ja. So. Auf meinem rechten Ohr habe ich gute Elektromusik. Aber nur auf dem rechten. Und auf dem linken hast du Crack-Kokain? Ja, wahrscheinlich. Alter, wir können den entfernen. Einfach so, nein. Einfach wieder zurückgeben. Beibringen aufs Töpfchen zu... Das klingt doch noch eine gute Idee. Sie hat die Fantasiefähigkeit erworben, okay. Komm, kümmere dich mal um sie, bevor sie stirbt. Wachst du auch mal auf? Ja, okay. Hat sie gerade die... Sie hat gerade die Windel benutzt. So viel dazu. Aber zumindest kann er die Windel wechseln. Gaba! Was macht er jetzt? Er hebt sie hoch. Achso, er bringt sie da sogar hin. Er ruft sie dann an. Ja, komm halt vorbei. Meine Güte, du mit deinen roten Augen. Ja, aber... Gut, dass sie trotzdem Töpfchen üben können, obwohl sie gerade schon war. Töpfchenfähigkeit erworben. Schön. Ist doch nice. Ja, habe ich auch nichts gegen. Genau, mach das mal. Ach, da ist direkt hier runtergegangen. Ach nee, okay, er geht zum Spiegel. Wer ist das? Das ist der Schamane. Warum ist er hier? Ja, weil er gefragt hat, ob er vorbeikommen kann. Und der darf immer vorbeikommen. Wieso ist ihm doch verbieten? Sie könnte das Kind selbst essen. Also das Kind kann sie selbst essen oder nicht. Ach ja, stimmt. Anstacheln. Tag verschönern. Sie muss ihn auf jeden Fall noch flachlegen. Ist er fetter geworden, Junge? Ich hab keine Ahnung. Thick, boah. Thick, boah. Eine dicke, boah. Dickes, boah. Oh. Au revoir, Kleinkind. Au revoir. Kleinkind überprüfen. Ins Bett bringen. Tot, ne? Jo. Das ist wohl der Fall. Nee, nicht ins Bett bringen. Es braucht was zu essen. Kleinkind füttern. Moment, dazu muss ich nur auf den Kühlschrank gehen und den öffnen und da was rausholen, glaube ich. Mehr Auswahl, öffnen. Hä? Ach, das ist leer. Du... Ein Gericht nehmen. Was hat das da drin? Glimmerstein, okay. So, dann stellen wir den wieder da rein. Der kommt nachher weg. Wieso hat es den Glimmerstein? Ja, keine Ahnung. Wieso hat er eine Urne, einen Grabstein im Inventar? Er hat einen Grabstein im Inventar? Ja. Hat er tatsächlich. Top Peeping. Stimmt, den haben wir ihn ja holen lassen, dabei was. Okay, er geht das Musik hören. Kannst du essen? Okay, du isst. Gut, und dann bring dich selbst ins Bett.
Ach. Er könnte doch auch mal nochmal hier vorbeigucken. Nicht Wicked. Kinky Wims muss ich machen. Versuchen zu attackieren. Die da. Ja, einfach mal random mit jemanden. Ja, ist ja auch nicht verkehrt, oder? Warum kann das Kind nicht attackieren? Das ist vielleicht noch ein bisschen zu klein dafür, glaube ich. Hä? Wo ist jetzt die Grenze? Ja, ich glaube, es ist einfach nur physikalisch noch nicht in der Lage, jemanden zu überwältigen. Nein, ich meine eher das Kind. Hm? Warum ist es jetzt so traurig? Ach so, ja, stimmt. Die Mutter ist gestorben. Hat sich vor den Augen umgebracht, da war ja was. Ist es fertig mit Essen? Nee, irgendwie nicht, eigentlich. Oder? Hä? Anscheinend doch. Wird er da gerade benutzt? Sieht so aus. Jetzt wird sie benutzt. Okay, gut. Ach, da liegt er. Hamburger essen. Hamburger. Hör auf zu weinen. Zu heulen, Junge. Iss den verfickten Hamburger, du Ding. Komm auf dein Leben klar und iss den Hamburger. Sie hängt. Hm? Okay, also sie will den Hamburger nicht weiter essen, weil sie schlafen möchte. Dann schlaf, Tick-Ding. Schlaf. Geht doch. Meine Fresse. Bei dem Schaman ging gerade seine Beziehung zu sich selbst hoch. Was? Er kam mit dem Spiel reden und dann kam gerade so ein Männchen mit Plus-Plus. Sehr interessant. Ist das vielleicht schizophren oder so? Oder geisteskrank? Könnte ich mir bei ihm schon vorstellen. Ich meine, guck dir seine Augen an, Alter. Ja, das Kind kommt auf sein Leben nicht mehr klar. Sehr angespannt. Da war Tom Peeping. Was machst du da? Ach so, das war reagiert. Du musst los. Okay. Gut, dann. Ah, er ist fertig. Gucke mal. Gucke mal, einer schau. Was macht sie jetzt? Sie begrüßt ihn, obwohl er nicht mehr da ist. Sie hat Verstand, was zum Teufel. Sie hat auf den spannenden Sim viel zu spät sie kommt überhaupt nicht auf ihr Leben klar. Immerhin ist sie glücklich über ihr Kind. Immerhin, ja. Okay, er geht einfach nackt da rein. Ja, kann man machen. Aber dann kannst du hier eigentlich mal anfangen, hier aufzuräumen. Oder kannst du? Ja, kannst du. Gut. Er steht da einfach nackt rum, das ist auch gut. Wahrscheinlich vor dem Kind. Ja. Dann muss er schon wieder schlafen bald. Weil er fertig mit Essen ist, schicke ich ihn auf Toilette, duschen und schlafen. Na gut, das Kind schläft zugegebenermaßen eh. Okay, jetzt hat das. Toilette. Die Katze ist außerhalb des spielbaren Bereichs, nur so zur Info, die ist links von deinem Stockwerk. Oh! Wie? Das passiert schon mal. Nee, das Katzen halt. Ja, okay, auch wieder wahr. Und wer ist der komische Junge? Da fuck! Was zum... Was passiert denn hier schon wieder? Ich glaube, du musst den Jungen benutzen. Freundlich vorstellen, damit er nicht weggeht. Komm, schnell. Bevor er weggeht. Okay, jetzt ist er stehen geblieben, das ist gut. Ich glaube aber, der ist zu jung, um attackiert zu werden. Ja, Kind, geht nicht. Läuft sie mir jetzt hinterher? Ja, versucht sie zumindest, okay. Um ihn zu benutzen? Ja, nee, ich unterbreche sie dabei jetzt mal. Ich glaube, sie muss mal wieder ein Buch schreiben. Weiterschreiben. Ach, das sind eine Menge Sachen, die noch ausstehen. Erstmal Winzest, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, das geht vor. Oder Winzest? Du wolltest den Jungen da forschen lassen, damit die Katze nicht verreckt.
er muss los. Was? Nee, er muss. Stimmt, ich muss die Katze. Ich muss mich um die Katze kümmern. Was ist los? Das Streicheln. Sieht aus wie bei Karte, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja, ich meine, man muss es versuchen, ne? Ich mach jetzt mal kurz das wieder weg. Okay, es klappt nicht. Wie kriegen wir Katze jetzt wieder in die Karte rein? Kann ich sie zur Tierklinik bringen? Gönnt sie sich gerade? Ja. Sie gönnt sich gerade ein bisschen Wiese. Und sie hat direkt wieder zur Tierklinik bringen. Nee, es geht nicht. Ich komme an die Katze nicht ran. Reden? Nein. Nein. Hat sich erledigt mit Katzi. Keiner kommt an Katzi ran. Du könntest die Katze wieder ins Haus packen. Wie was? Über Testing Cheats und Enable True kannst du, glaube ich, also bei den Altteilkosten haben wir ziemlich die Objekte hochheben. Das war, glaube ich, hier nur Cheats enabled. Oder? Nee, Testing Cheats. Testing Cheats enabled? Ich glaube, das ist es. Ja, ist es auch. Achso. Shift-Click? Nee, einfach nur, ich glaube, in den Baumodus gehen. Baumodus? Und dann kannst du die wie ein Objekt hochheben, ey. Oder konnte man das mit den alten Teilen? Also hier, ich kann Katzi jetzt gerade nicht hochheben hier. Kannst du einen Sim hochheben? Guck mal. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Nee, kann ich nicht. Move Objects musst du anmachen. Ach so. Move. Also ist auch. Objects. True. Nee, kein True, einfach nur Move Objects ist das, glaube ich. Oder? Warte, ich lese mal kurz. Nee, bb.moveObjects. Oder? Objects. Ja, das klappt. Jetzt musst du die Katze hochnehmen können. Nein, irgendwie nicht. Gehen wir noch in den Baumodus rein. Ja, probier mal. Zack. Baumodus. Gehen wir noch nicht? Nein. Anscheinend nicht. Nee, irgendwie nicht. Aber andere Sims kann ich hochheben, oder? Nee, Sims kann ich auch nicht hochheben. Okay. Denkend. Ah, nee, Grundstück und Haus verschieben möchte ich eigentlich nicht. Dann kannst du eigentlich nur die Wand da weiterziehen. Dann muss ich das wohl versuchen. Objects, da mache ich die Cheats wieder aus. False, false. So, dann mache ich das Menü wieder zu. Geht wohl nicht, habe ich hier gerade in einem anderen Forum gelesen. Ha. Tja, ja, so spielt das Leben. Katzi ist weg. Verständlich. Wo ist Katzi? Entfernt, für immer. Pech habe, ist guck mal, es... Oh! Ja, da ist es. Hallo Katzi. Okay, was zum Teufel du auch immer jetzt vorhast? Nein, du bringst jetzt einfach mal zur Tierklinik. Aber dann ist alles Sims weg, weil da fährst du hin, glaube ich. Fahr ich automatisch dahin oder kann ich das entscheiden? Ich weiß nicht, wie das ist in dem Add-on. Ich glaube, es gibt eine Tierklinik. Und wenn das Auto steht, heißt es eigentlich reisen. Trösten. Ich dachte gerade töten. Weil du musst einen Zickbar nochmal forschen lassen an der Station, die du unten gekauft hast, dann kannst du über Medizin bestimmt machen. Ja, stimmt, sie muss forschen. Das muss man mal probieren, ja. Was ist los? Miau. Und was ist los? Sind soeben beste Freunde geworden. Okay. Hä? Er war meine Katze soeben weggelaufen. Was ist los? Bleibt Katzi noch stehen?
Nein. Na, die haut ab. Tschüss. Ja, jetzt wo sie kann, ne? Vorhin konnte sie ja nicht einfach abhauen. Kennst du, wenn du Katze bist, dir nichts Schlimmes denkst und dann auf einmal rennst du weg? Oder du denkst, oh scheiße, ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Ja. Dumme Katze, Junge. Ist so. Okay, dann kann sie auf Toilette gehen, dann kann sie es hier forschen, genau. Laborarbeit erledigen. Dann kann man mal gucken, ob daraus was werden kann oder nicht. Ich hoffe doch. Wieso auch immer sie jetzt verschwunden ist. Ah, okay, da ist sie wieder. Oh, hey! Heinrich Ismael. Hallo, Ismael. Wie geht's ihr? Ja, schlafen ist anscheinend die richtige Entscheidung gewesen. Das Kind ist halt fucking literally dead. Ja. Das Wunder, dass es nicht mitgenommen wird von den Jugenddiensten. Du musst den Jugenddienst wahrscheinlich nochmal attackieren, wenn er kommt. Oh ja, das glaube ich ist eine Idee. Ich würde aber sagen, sie hat jetzt bald genug geschlafen. Ja. Tierarztfähigkeit erworben. Ja, sehr schön. M beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Danach kann M nochmal einen neuen Burger haben, weil der alte vergammelt ist. Juhu. Kannst du trotzdem essen? Ich sehe das Problem gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Aber es ist doch Yum-Emoji, so ein Hamburger. Ja, ich verstehe das Problem auch nicht, aber das Spiel ist halt das Spiel, ne? Dreckspiel, Junge. Ist so. So, kannst du sie jetzt endlich beibringen? Ja, kannst du. Geht doch. Bring ihr doch, Herrgott, verdammt, mich noch einmal bei, aufs Töpfchen zu gehen. Ah, seh zu, dass du sie fütterst, sonst holt man sie dir noch weg. Bring ihr verfickt noch mal bei, aufs Töpfchen zu gehen. Na, macht ihr jetzt? Oder eher nicht so? Nein. Dann fütter sie halt, meine Fresse. Essen aus Inventar geben. Hamburger. Ah, doch. Geht er doch. Hygiene auch dringlich nötig. Haben wir noch eine Badewanne irgendwo? Nee, kriegst du eine eigene. Kannst du zum Klo stellen. Zum anderen. Vollgeschissenen. Ah, ja, das eingesperrt ist sie nicht. Nee, eingesperrt ist sie auch nicht. Sollte sie aber. Ja, sollte sie. Sollte aber eigentlich jeder dieser Sims. Badewanne. Zack. Nehmen wir eine gescheite. Sieht doch gut aus. Ist vielleicht ein bisschen teuer. Dann lieber die. Ach Quatsch. Nimm die für 12.000. Was sind 12.000? Du pisst 12.000. Ja gut, ich habe 59.000. Ich kann es mir tatsächlich leisten. Dann setzen wir die mal dahin. Gott, sieht scheiße aus, Junge. Sieht richtig widerlich aus, Alter. Aber 12.000, Junge. Das ist Ehre. Ja. Wahres Luxusleben. Hast du jetzt das Essen aus dem Inventar gegeben oder noch nicht? Bitten zu essen. Hä? Warum kann sie nicht hingehen? Bist du dumm? Was frage ich überhaupt? Das wissen wir doch. Essen. Okay. The fuck? Denkend. Zustimmung gehend, aber denkend. Ja, in der Tat. So, und jetzt isst diesen verfickten Hamburger. Geht doch. Ich sagte mal nicht, dass es schon verdorben ist und dass sie es verdorben ist. Ich habe schon gesehen, dass sie das klappt nicht anscheinend. Das klappt noch immer nicht. Okay, dann ziehen wir den Scheiß in den Müll. Und holen einen neuen Hamburger raus. Öffnen. Rausziehen. Ein Gericht nehmen. Gott. Oh, und damit ist es leer. Gut. So, und jetzt isst du den bitte aber auch. Gescheit, ne? Oh, er ist traurig. Er kann ein trauriges Buch schreiben. Schreib ein trauriges Buch. Zwei Elektrogeräte sind kaputt. Ich glaube, da gibt es einen Geist, den wir rauslassen müssen. Schreiben. Genrebuch schreiben. Trauriges Buch.
Hat er noch Bücher, die er schreiben muss? Nee, tatsächlich nicht. Sie hat noch eine Menge Bücher, die sie schreiben muss. Und er hat kein einziges, okay, schade. Ja. Ich dachte, mit dem hättest du auch schon so viel angefangen. Ich sing mich gerade selbst an. Hallo. Okay, ich wurde dazu aufgefordert, die Aufnahme auszumachen. Why though? Ein Buchtitel gibt es noch. Ein trauriges Buch. Wenn die Mutter sich umbringt. Ach, das passt so. Das ist ein trauriges Buch. Muss extra angemerkt werden. Könnte ja auch freudig, Grund zur Freude sein. Theoretisch okay. Schon, wer weiß das schon. Ja. Ui, bei denen da drüben läuft. Gut, dann beende ich an der Stelle mit dem Part. Hoffe, hat euch gefallen und bis zum nächsten Part. Rein, Leute. Tschüss. Tschüss.